zurück in der Küche beim Mob. Beim Mob und seinem Herren. Oh, sich heimlich mit dem Mob davon machen. Nein. Nee, ich guck hier erstmal. Igitt. Aktive kleine Kerle, nicht wahr? Sieht aus wie ein Fahndungsfoto. Was Bleib ist weg von diesem Bild. Kartoffelkopf. Voll der Sack. Schädlinge oder Garnierungen? Ein guter Koch bezieht lokale Produkte, wenn er kann. Wenn er kann. Das Essen ist spannender, wenn du das Risiko riechen kannst. Ranzige Lebensmittel. Mm. Alles ranzig. In die Nähe des... Angenehm glühend heiß. Ich erinnere mich an diesen Gestank, als wäre es gestern gewesen. Guybrush wirft keinen Schatten. Nee. Da ist ein Busch. Die Holzmü... Nee. Schnur. Hä? Ach so. Auf der Tafel steht, zum Gedenken an die luminösen Möwen von einst. Alles Anspielungen, ne? Ja. Ich glaube, jemand hat versucht, damit ein Boot zu sichern. Nur Leute, die den ersten Teil gespielt haben, wissen, dass man hier die Möwe mit der Planke verscheucht hat. Ja. Und die Nägel? Oh, das war einfach. Was ist denn das für ein Entwirren? Das ist hoffnungslos. Den kann man nicht entwirren. Kann man es als Mobkopf nehmen? Oder? Stimmt. Mobstielbaum. Problem. Mob herstellen. Mobstielbaum. Der ist vielleicht im Wald, oder? Hätte ich auch gesagt, aber da brauchen wir erstmal eine Karte. Ist in. Kann man die mit der noch irgendwas machen? Nee, ne? Nee, kannst du nicht. Und im Wasser irgendwas? Nee, ne? Nee. Nö. Und oben noch irgendwas? Nö. Das über der Tür, das Schild? Nee. Okay. OT. Das war Nun, ja ein. Das ist definitiv ein Mob. Das war ja ein Grogfass hier vorne links, ne? Im ersten Teil. Ja. Es ist erstaunlich, was man alles erreichen kann, wenn man sich etwas in den Kopf setzt und eine Packung Sterne zum Aufkleben hat. So gut. Wer hat jetzt falsch rumgeklebt mit dem Halben? Ja, ich rede nochmal mit ihm. Mhm. Weil... Ja, da gab's noch. Die Atmosphäre in der Bar ist anders als früher. Ja, mir gefällt das nicht. Aber ich muss mich auf die neuen Leute einstellen. Alles ändert sich, Guybrush. Aber die Kakerlaken bleiben dieselben. Ich hab deinen Humor vermisst. Und deine geringe Alkoholtoleranz. Hey! Geil. Diese neuen Piratenanführer scheinen echte Idioten zu sein. Warum lässt du sie überhaupt in die Bar? Nun, sie haben meine alten Stammkunden vergrault, also habe ich keine große Wahl, wenn ich im Geschäft bleiben will. Und wenn ich versuchen würde, sie zum Gehen zu bewegen, würden sie mich wahrscheinlich in Stücke schneiden und in die Suppe werfen. Ehrlich gesagt... Habe ich Angst vor ihnen. Positiv ist, dass sie über ein höheres verfügbares Einkommen und eine bessere Hygiene verfügen als die alte Generation. Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? War nur ein Scherz. Der Witz wird nie alt. Nee. Juhu. Diese ganzen Anspielungen auf den Generationswechsel, ne? Ich meine 31 Jahre. Ja. Weiter mit der guten Arbeit. Danke. Wird gemacht. Die Rockmucke. Ja, Mann. Schön heiß. Ich frage mich, wie lange ich hier stehen könnte, bevor ich in Flammen aufgehe. Bleib mal stehen. Bevor ich in Flammen aufgehe. Okay. Oben diese Zeichen. Nee. Riecht gut da drin. Das hatte ich vorher. Au. Der Lumen-Experte, ey. Ja, Mann. Und die Tante, ist das eine Frau? Keine Ahnung. Die spielt nicht Karten mit uns, oder so. Ja. Die sagt gar nichts, also. Schöne Hutnadel. Es ist das Emblem eines Geheimbundes, dem ich angehöre. Wirklich? Jetzt mach dich nicht lächerlich. Oh. Aber wir haben es öfter schon gesehen. Ja, und dreimal. Kannst du mal unten dieses Grog-Gleis nehmen? Okay. Und diese Figur ganz links? Nee, okay.
OOT. Also. Hatten die jetzt schon ihren Meeting? Man weiß es nicht so richtig. Nicht. Also Wally brauchen wir ja wegen der Karte für den Wald eigentlich, ne? Es sieht nicht fertig aus. Ist Voodoo noch zu? Nee. So, jetzt kann ich mich hier auch mal umgucken. Stehen die Vorhänge auch zum Verkauf? Alles muss raus. Sie würden ein tolles Kleid abgeben. Oha. Boah, das sind die fünf. Mal. Stimmt. Es ist ein ungewöhnlicher Tresor mit fünf Schlüssellöchern. Der Tresor steht leider nicht zum Verkauf. Er wurde mir zur Aufbewahrung gegeben. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Nämlich fünf. Ja. Wie viel kostet der Tresor? Er steht zu keinem Preis zum Verkauf. Wie ich schon sagte, er wurde mir zur Aufbewahrung gegeben. Grün, halber Preis. Blau, die Hälfte des halben Preises. Gelb, die Hälfte der Hälfte des halben Preises. Orange, was ist orange und liegt in der Mülltonne? Eine Abfallsine. Bitte nicht. Jemand ist sehr aufgeregt, wenn ich dieses Schild ansehe. Sieht aus, als stünde sie schon immer da. Nicht für mich. Alles ist zu einer Pfütze ausgelaufen. Wie er sich auch extra so bückt, um sich das anzugucken. Ein Kristall? Wirklich cool. Das ist nicht diese Art von Spiel. Ja. Du machst das super, Kumpel. Nicht sehr praktisch. Bei Monkey Island 1 hat er nichts davon angefasst, ne? Es ist ein gruseliger Schrumpfkopf mit langen, strähnigen Haaren. Ich wusste nicht, dass das ein Voodoo-Ding ist. Das sind sie nicht. Aber die Touristen mögen sie. Ich nehme diesen ekelhaften Schrumpfkopf. Das ist mein letzter. Ein echtes Schnäppchen. Okay. Müssen wir eigentlich auf unser Geld aufpassen? Nö. Bleibt ja immer voll. Inspiration. Guck mal, ein Schrumpfkopf. Oh, okay. Vielleicht ist es der Navigator-Set im Wald oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Glaub nicht. Aber können wir probieren. Verpackst du auch Geschenke? Wir haben kein Geschenkpapier mehr. Es sei denn, du möchtest es in die Haut einer Eidechse einwickeln. Nein, danke. Da steht, alles muss raus, aber mit Zahlen. Sehr schön. Auch sowas, ne? So, ja. So eine schöne Kommentare. Das ist ein hübsches Symbol. Was bedeutet das? Da waren früher magische Verkleidungen drin. Aber leider sind sie alle weg. Schade, dass sie ausverkauft sind. Eine magische Verkleidung scheint wirklich nützlich zu sein. Im Museum gibt es noch die berühmte Augenklappe von John Laney. Ich bin mir sicher, dass die Magie inzwischen nachgelassen hat. Mhm. Aber ich glaube, ich kann ihre Fähigkeiten wiederherstellen. Okay. Magische Augenklappe klingt auch nicht verkehrt. Alle meine Waren sind von oberster Qualität. Kannst du nicht wenigstens warten, bis ich sage, was ich denke? Das ist unheimlich. Wenn ich das nächste Mal an einem Trommelkreis teilnehme, wären die sehr nützlich. Ein leerer Korb. Ich hätte schon letzten Monat hierher kommen sollen. Schade, dass er leer ist. Das Messer hier unten? Nee. Spitz? Es ist ein nicht magisches Zeremonialmesser. In der Tat sehr scharf. Oh, ich hätte gern dieses Messer. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich benötige deine mündliche Zustimmung zu einer Haftungsfreistellung. Okay. Oh. Dieses Produkt darf nicht für die Begehung von Straftaten verwendet werden, einschließlich Vandalismus, Gefängnisausbruch und Diebstahl alter, unschätzbarer Artefakte. Kein Problem. Sich selbst oder andere Personen zu bedrohen, zu verängstigen, zu erstechen, zu rasieren oder zu maniküren, liegt ebenfalls außerhalb des Rahmens der zulässigen Nutzung. Oh. Okay, schätze ich. Das Produkt ist nicht zum Werfen geeignet. Das Werfen des Produkts verstößt gegen diese Bedingungen und führt zum Erlöschen der Garantie. Schnitzen, schnibbeln, jonglieren und alle Tricks, bei denen das Produkt gestapelt oder ausbalanciert wird, können schwere Verletzungen verursachen und sollten nicht von Personen ohne Lizenz durchgeführt werden.
Die Verwendung mit Brot, Bodenbelägen, Bettbezügen oder Fäden kann das Produkt beschädigen. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es nicht verwendet werden. Das Produkt ist scharf und sollte nicht in einer Tasche, einem Mantel, einem Gürtel, einem Hutband, einer Handtasche, einem Schulterholster oder einer Scheide getragen werden. Halten Sie das Produkt stets von Kindern, Haustieren, alten oder gebrechlichen Menschen, Clowns, Piraten und Erwachsenen fern und schließen Sie es nach Möglichkeit in einem Tresor ein. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs dieses Produkts. Durch die mündliche Zustimmung zu diesen Bedingungen übernimmt der Käufer hiermit jegliche Haftung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem und allen möglichen und unmöglichen Universen. Es ist doch auch so. Wow. Es ist doch Oh, ist das der Moment, in dem ich Ja sage? Ja. Ja, gibt es irgendetwas, was ich damit tun darf? Ich bin nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, da sie zu einem Haftungsproblem führen könnte. Es ist doch so. AGBs sind doch heute so. Was kocht denn da? Das Festmahl des Wissens. Was ist das für ein Ding? Es ist ein Vergebungsfrosch. Wenn keine Entschuldigung ausreicht, verschenke den Vergebungsfrosch. Es ist wie eine Karte, Governor. Nur viel besser, denn es ist ein Frosch. Davon habe ich noch nie gehört. Bist du sicher, dass das echter Voodoo ist? Kein Kommentar. Das funktioniert. Carla geben. Vertrau mir. Mhm. Weil sie ist ja immer noch sauer. Ich nehme diesen Vergebungsfrosch. Er kann jemandem helfen, auch sehr alte Verfehlungen zu vergeben. Nice. Ja, praktisch hier. Noch Geld. Ah. Perfekt. Geht's noch ich habe ein paar Münzen für Kleinigkeiten. Geht's noch weiter nach rechts? Ich denke nicht. Nee. Ich rede nochmal mit dir. Jawohl. Oh, der Stuhl. Ich war schon immer von deinem Stuhl beeindruckt. Danke. Ja, gut. Ah ja. Oh ja. Auf deinem Schild steht, dass du dein Geschäft aufgibst. Oder handelt es sich um einen dieser Ausverkäufe, bei denen man nicht wirklich das Geschäft aufgibt? In der Karibik ist eine neue dunkle Magie auf dem Vormarsch. Sie hat viele Anhänger, vor allem unter jungen Menschen. Es gibt wenig Nachfrage nach meinen Talenten oder meinen Waren. Das Geschäft läuft schlecht. Und es gibt noch andere Faktoren. Captain Madison begehrt diesen Laden. Dass er mir gehört, nützt wenig gegen ihre finanzielle und politische Macht. Moment mal. Dunkle Magie, hast du gesagt? Ja. Wie funktioniert dunkle Magie? Runen, Chemikalien, die Macht der Geheimnisse. Ich bin keine Expertin. Für meinen Geschmack ist es zu steril. Ich mag es lieber chaotisch und theatralisch. Ist dunkle Magie mächtig? Mächtig, ja. Das kann sie sein. Aber gefährlich. Wenn der Dachs seinen eigenen Schwanz kaut, gibt es bald keinen Dachs mehr. Du magst diese Metapher sehr, nicht wahr? Sie hat viele Verwendungsmöglichkeiten. Kann dunkle Magie mich nach Monkey Island bringen? Nein. Verrückt. Wo kann ich etwas dunkle Magie herbekommen? Dunkle Magie ist nicht dein Weg. Guybrush Threepwood. Okay, das war... Weißt du mehr über diesen John Laney mit der Augenklappe? Captain John Laney war bekannt als der Pirat der 1000 Gesichter. Es hieß, dass er seinen besten Freund mit nichts weiter als einer Augenklappe täuschen konnte. Die Legende ist wahr, aber nur, weil die Augenklappe, die er trug, mit viel Voodoo-Magie gefüllt war. Die Augenklappe existiert noch immer. Sie ist im Museum für Piratenkunde hier auf Mealy Island ausgestellt. Ja. Wenn eine unternehmungslustige Person wie du sie befreien und hierher bringen würde, könnte ich sie wahrscheinlich wieder zum Funktionieren bringen. Verstanden. Danke. Damit kommen wir aufs Schiff. Kannst du deine Talente nutzen, um mir zu sagen, wie es Elaine gerade geht? Sie ist immer in der Nähe, egal wie weit sie entfernt ist. Ergeben deine Antworten je einen Sinn? Es gibt keine Antworten. Nur Fragen, die beendet sind. Kannst du sehen, was LeChuck vorhat? Deine Ziele und die Ziele von LeChuck sind wie immer deckungsgleich. Aber seine Absichten sind noch dunkler.
Er würde das Geheimnis benutzen, um schreckliche Dinge zu tun. Dunkler? Was soll das denn bedeuten? LeChuck darf das Geheimnis nicht bekommen. Da gibt es keinen Zweifel. Ist das das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Das ist schon fast zu einem Running Gag zwischen uns geworden. Aber es ist unangenehm, so wie wenn dein Glas leer ist, du aber immer wieder versuchst, es auszutrinken. Er lautet Corina. Oh, okay. Corina. Schön. Irgendwie war es spannender, bevor ich das wusste. Das trifft auf viele Dinge zu. Vor allem, ne? Corina reimt sich auf Marina. Und Marina hieß sie bei Thimbleweed Park. Die Voodoo-Tante. Geil, ne? Ach, witzig. Hast du noch andere mystische Ratschläge oder Informationen für mich? Aktientipps oder so? Nein. Nein. Aktientipps. Oh, das ist schön. Das war ja erfolgreich. Also im Museum gibt's die Augenklappe. Ja, da müssen wir auf jeden Fall dann hin. Das Museum ist da im Wald, ne? Ja. Das ein Kristall? Ah ja. Das ist nicht diese Art von Spiel. Gut. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Ist das eine Anspielung auf Indiana Jones gewesen mit dem Kristall? Oder welche Art Spiel meint er? Naja, ich weiß nicht, ob es in der Magie noch andere Kristalle ach so. Gibt. Weiß nicht. Ich dachte mit Indiana Jones und dem Kristallschädel oder so. Ach so. Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Oder Kristallkugeln oder sowas, aber keine Ahnung. Cool. Jetzt sind die doch alle wieder da, ja, Wally. Schild ist auch weg. Oh. Ja. Hey, Wally. Sieh an, sieh an, sieh an. Schau mal, was die Brandung an Land gespült hat. Es ist Guybrush Threepwood. Auch schön, dich wiederzusehen, Wally. Wie auch immer dein Nachname ist. Ich habe Jahre in der Therapie damit verbracht, darüber hinwegzukommen, dass ich wegen dir verbrannt, geblendet, in die Luft gejagt, verlassen und im Stich gelassen ja. wurde. Ja, gute Zeiten, was? Du hast Glück, dass ich das alles hinter mir habe und den besten Kartenladen in der Karibik und darüber hinaus betreibe. So geil. auf diese Szene habe ich gehofft. Oh, das ist süß. Endlich zu wissen, was mit Wally ist. So, alles der Reihe nach. Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? Lustig, dass du fragst. Ich habe vor kurzem eine Auftragsarbeit gemacht, aber dann haben sie mein gesamtes Ausgangsmaterial zerstört. Sie ist die einzige, die es gibt. Ich wünsche dir viel Glück. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen kann. Hast du eine Karte dafür? Der Koch hat dich also auf eine seiner spirituellen Reisen geschickt. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine dieser Mob-Baumkarten gemacht habe. Was für ein Baum ist es nochmal? Ich weiß es nicht. Einer aus Holz? Das ist in Ordnung. Bring mir einfach einen Splitter des Holzes und ich kann mich darum kümmern. So gut bin ich. Na, ju! Ja, stimmt, der war schon immer von sich überzeugt. Ja. Du hast eine Menge Karten hier drin. Wir haben so viele, dass du eine Karte brauchst, um sie alle zu finden. Ein bisschen Kartografenhumor. Ja, ich hatte vergessen, wie lustig der war. Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Die Welt der Piraten, in der viel auf dem Spiel steht, verändert sich und die dunkle Magie übernimmt die Macht. Voodoo-Magie macht Spaß und so, aber sie ist nicht das, was die neue Generation will. Ich bin auf der Höhe der Zeit und verdiene ein Vermögen. Ich bin dabei, ein Franchise zu gründen. Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu sein. Seit Captain Madison Mealy zu ihrer Operationsbasis gemacht hat, beschweren sich die Leute. Es heißt, sie bringt ein böses Element in die Stadt, aber dieses böse Element gibt eine Menge Geld für Karten aus. Also, was soll ich tun? Tun, was richtig ist? Ich tue es. Ich tue, was für Wally richtig ist. Tschüss. Oh. Ich wusste nicht, dass du auch Globen herstellst. Tue ich nicht. Der dient als Referenz. Da sind alle aktuellen Kontinente drauf. Auf dem Tisch liegt so ein Case mit zwei so Teilen drin. Ist daneben eine Karte? Nee, ne? Die Monokel, wo wir ihm das geklaut haben. Das ist da jetzt noch ein Stück nach rechts, da unten? Nee, okay. So aus wie eine Karte. Ja, sie sind wie Brillen, nur viel unpraktischer. Die Monokel, ja, Mann. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe.
Oh, bitte, nimm einen. Ich benutze sie, um für mein Geschäft zu werben. Siehst du, auf dem Rand steht Maps and More. Danke. Noch ein Monokel. Besser ist es, für jedes Auge eins zu haben. Wenn du meinst. Kann man damit die Schrift am Schloss angucken? Vergrößern? Müssen wir mal versuchen. Das sieht ausgefallen aus. Die besten Werkzeuge, um die besten Karten zu erstellen. Kannst du die beiden Gläser kombinieren? Ich finde es gut, dass Wally sie nicht gegen ein neues Modell eingetauscht hat, nur weil sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das ist mir aus irgendeinem Grund sehr wichtig. Stimmt, er ist immer noch die Hauptfigur. Wenn ein Monokel gut ist, sind zwei besser. Ja. Doppelmonokel, damit Mir kannst selbst du selbst gratulieren. Das war eine gute Idee. Sie vergrößern die Dinge noch besser, seit ich sie zusammengeklebt habe. Jetzt kannst du. Ja, ins Gefängnis. Den Lizenzcode. Oh. Was zum? Ist ja nice. Hast Krass. Du schon gefragt? Das hier ja. Was hat er da gesagt? Ich wusste nicht, dass du auch gelobt hast. Ach ja, das war das. Ja. Tue ich nie. Okay. Diese Karte zeigt beide Seiten der Weltkugel. Sie ist doppelt so viel wert. Wally, kann ich eine von diesen Karten haben? Absolut. Wenn du dafür bezahlst. Schon gut. Können doch zahlen. Ja, will er nicht. Nur durchsuchen. Es ist eine Karte auf einem Fächer. Was werden sie sich als nächstes ausdenken? Das muss die Hoseninsel sein. Eigentlich, Mr. Threepwood, ist es... Yep, Hoseninsel. Ich hatte auch mal so eine Karte, aber ich bin nach links gesegelt. Ob das mit dem Fächer noch wichtig ist? Weiß nicht. Irgendwas noch ausklappen muss. Das sieht nach einer tückischen Reise aus. Da steht Bewertung verfluchter schwarzer Diamant. Es sind Karten, die in Karten eingewickelt sind. Ich wusste nicht, dass man das machen kann. Die erste Regel der Piraterie lautet, kaufe niemals eine gebrauchte Schatzkarte. Ja, das ist richtig. Hey Wally, was ist mit der Fensterleiter? Ich benutze sie, um die Nachbarn im Auge zu behalten. Nun, es ist gut, ein Hobby zu haben. Hey Wally, was ist in diesen Kisten? Karten. Oh so, natürlich. Die hier sieht gut aus. Wie viel kostet sie? Oh, die? Zu viel. Toll. Die guten alten Labyrinthe. Man kann nicht genug von Labyrinthen bekommen. Doch schon. Sie sieht teuer aus und glänzend. Ich mag glänzend. Etwas unscheinbar und etwas überteuert. Ich selbst versuche, mich von Seeungeheuern fernzuhalten. So eine habe ich noch nie gesehen. Mhm. Okay. 1000 Abstrakt. Karten. Vom Boden noch irgendwas? Nein, ne? Der Teppich ist ohne Karte. Ja, ist alles eine Karte. Dazu sagt er aber nichts. Hinten rein kann man nicht. Nee. Mit ihm gesprochen haben wir alles. Ja. Okay, cool. Na cool, würde ich sagen. Ihr kennt den Drill. Weiter in der nächsten Folge. Bis dahin.